Wie alles begann. Wir schreiben das Jahr 2011. Eine Gruppe von Stalkern dringt zum ersten Mal in das Zentrum von Tschernobyl vor. Der Vorstoß führt zu einer massiven Emission in der Zone und alles verändert sich. Riesige Wellen anormaler Energie fliegen über das Sperrgebiet hinweg und verändern das Antlitz der Zone, wie die Stalker sie kannten, für immer. Große Gebiete verschwinden in tödlichen Anomalien, während andere Bereiche nach etlichen Jahren erstmals wieder zugänglich sind. Viele Stalker, übermütige Touristen und sogar Forschungsreisende werden vom Rest der Zone abgeschnitten und der Kampf ums Überleben beginnt. Spielen Sie eine entscheidende Rolle bei den Ereignissen in der Zone und formen Sie die Welt zu dem, was sie zu Beginn von Stalker Shadow of Chernobyl ist. Somit herzlich willkommen auch zu ein krasses Game, und zwar Prolog Stalker. Hier ist geil. Ist wirklich ein sehr saft Shadow of Chernobyl. Dann spielt man Prolog Stalker 2 und dann spielt man Stalker Call of Breedyard, sodass man die Geschichte so versteht. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr saftiges Spiel. Ich habe alle drei Teile durchgezockt bis zum Abwinken. Ich glaube, ich habe im ersten Teil in Clear Sky in Pripyat, lass mich da über 35 Stunden Ehren gekloppt haben. Ist schon sehr, sehr nice, das Game. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal hier mal zu Let's Playen. Um genau zu sein, müssen wir uns keine Sorgen machen. Laut unserer Forschungsergebnisse wird es mindestens 2 Monate, 4 Tage und 7 Stunden bis zur nächsten Emission dauern. Die Stärke wird 3 auf der Bergmann-Skala betragen. Das entspricht 2.13. Das ist zum Beispiel, was ihr jetzt eben gerade gesehen habt, die Emission. Solche Dinger sind das, ne? Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, ich habe niemals zuvor so etwas gesehen. Das Enzephalogramm zeigt zwar große Schäden im Nervensystem, aber die restlichen Indikatoren könnten einfach nicht besser sein. Das ist echt erstaunlich. Vielleicht hat das etwas mit der Emission zu tun? Ja, mit Sicherheit. Auch wenn ich bis jetzt überhaupt keine vernünftige Erklärung für dieses Phänomen habe. Da! Er war da. Ist auch auf jeden Fall auch eine richtig geile Geschichte, wenn man sie richtig verfolgt, also. Du bist aufgewacht. Das ist gut. Willkommen zurück in der Welt der Lebenden, Stalker. Wie fühlst du dich? Mein Kopf brummt und alles dreht sich. Ich fühle mich ziemlich miserabel. Erinnerst du dich noch daran, was mit dir geschehen ist? Ich weiß noch, dass ich eine Expedition durch die Sümpfe geführt habe. Ein paar Wissenschaftler, dann die Emission, das war's. Wo bin ich? Bin ich im Himmel? Aber warum sieht er so aus wie die Zone? Dir ist wohl zum Scherzen zumute, was? Das deutet darauf hin, dass du dich gut erholt hast. Mein Name ist Lebedev. Ich bin der Anführer dieser Gruppe und für jeden hier verantwortlich. Auch für dich, solange du dich hier aufhältst. Wir nennen uns Clear Sky. Du befindest dich gerade in unserer Basis. Wir haben dich nach der Emission in den Sümpfen aufgegabelt. Oh, dann hab ich wohl Glück gehabt. Glück? Das bezweifle ich. Da gibt es 3 bisher unerklärliche Tatsachen. Erstens, hast du die Emission überlebt. Zweitens, hat dich unsere Patrouille in den Sümpfen gefunden, die hauptsächlich aus endlosen Treibsand bestehen. Und drittens,
wärst du beinahe von einer Horde Pseudohunden in Stücke gerissen worden, wenn unsere Jungs nicht rechtzeitig aufgetaucht wären. Solch eine Kette von Ereignissen kommt mir nicht vor wie einfaches Glück. Wie auch immer, ich muss jetzt etwas anderes erledigen. Lass uns später weiterreden. Alles klar, mach mal. Ich hab ja hier diese Collector Edition. Ich hab hier auch vor mir hier auch so eine schöne Karte, wo man sich hier gerade so sich so befindet. Und somit habe ich dann immer den Blick, wo ich dann lang rennen muss. Zu welchen Missionen und ein bisschen so Tschernobyl-Kraftwerk und so eine ganze Scheiße hier. Haben sie auch hier diese, Nee, das haben sie nicht drin. Okay, dann lassen wir jetzt so. Oh, Taschenlampe haben wir auch. Unser Inventar. Und dann kriegen wir auch noch so ein PDA. Den kriegen wir dann auch noch. Rede mit dem Barkeeper. Schaut an, wer uns hier im Sumpf besucht. Hallo, Söldner. Während du außer Gefecht warst, bist du hier zu einer echten Legende geworden. Nicht einmal du selbst würdest einige der Gerüchte glauben, die ich so gehört habe. Aber egal. Dieser Drink für einen verdammten Glückspilz geht aufs Haus. Er wird dich entspannen und dann kannst du mir in aller Ruhe deine Geschichte erzählen. Ich platze vor Neugier. Es gibt nicht viel zu erzählen. Ich habe gerade eine Gruppe Wissenschaftler durch die Sümpfe geführt, als wir plötzlich von einer Emission überrascht wurden. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich bin erst hier wieder aufgewacht, also erzähl mir du mir, was passiert ist. In Ordnung. Dann trinkst du und ich erzähle dir von diesem Ort. Hier war es mal recht ruhig. Wir hatten uns um die Wege gekümmert, die richtigen Orte erforscht und die Zufahrtswege unter Kontrolle. Natürlich sind die Sümpfe nicht gerade ein Ferienparadies, aber immer noch besser als so manch anderer Ort. Ja, es war also nicht schlecht, bis zur letzten Emission. Die größte, die wir je erlebt haben. Mittlerweile beten unsere Jungs zu Gott und dem Teufel gleichzeitig, bevor sie sich aus der Basis herauswagen, weil es stets an ein Wunder grenzt, wenn sie es heil wieder zurückschaffen. Aber wir beißen uns trotzdem durch, denn unsere Jungs sind nicht wegen des Profits hier, sondern kämpfen für ihre Sache. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe Flaschen gesammelt, eine nach der anderen, und sie haben mich direkt hierher geführt. Ach was, das war ein Witz. In Wahrheit gab es dort draußen keinen Ort, der mich wollte, und den ich wollte. Am Ende bin ich dann hierher gekommen. Zuerst in die Zone, dann zu Clear Sky. Die Typen hier sind in Ordnung und ich werde hier gebraucht. Sie kommen zurück nach einer Mission, ich schenke ihnen einen Drink ein, erzähle ein paar dreckige Witze und damit ist meine Arbeit getan. Einfach, aber wirkungsvoll. Man nennt mich hier übrigens Cold. Was diesen Ort angeht, kannst du mir verraten, wo wir hier sind? In unserer Basis. Wie du siehst, handelt es sich dabei um so etwas wie einen kleinen einsinkenden Bauernhof, mitten in den romantischen, endlosen Sümpfen. Ich kann dir die genaue Lage nicht sagen, aber auf jeden Fall ist dies hier der letzte Ort in der Zone, wo man ganz normale Menschen treffen kann. Menschen, die dich nicht übers Ohr hauen, dir ein Messer in den Rücken rammen oder dich verbluten lassen wie ein Schwein, nur um ein Medkit zu sparen. Ich kenne mich mit der Zone eigentlich ganz gut aus, aber von Clearsky habe ich schon nie etwas gehört. Wie laufen die Dinge hier? Weißt du, warum du noch nie davon gehört hast? Weil zu viele Leute etwas darüber wissen wollen. Und je weniger man über uns weiß, desto besser. Unser Anführer heißt Lebedev. Ein Mann wie ein Felsen, wenn ich das so ausdrücken darf. Er hält unsere ganze Gruppe zusammen. Dann haben wir Bianpolev, Professor Bianpolev. Er ist ein wandelndes Lexikon und ein gottverdammter Computer in einem und weiß mehr über die Zone als, naja, egal. Unser Techniker heißt Gray und
und er kann dir aus einer leeren Dose ein Gewehr samt Munition basteln. Bei ihm ist zwar die eine oder andere Schraube locker, aber Colt, sonst... Colt, halte den Söldner nicht mit deinen dreckigen Witzen auf. Ich muss ihn sehen. Nicht so dumm, Bruder. Wenn der Bedev sagt, dass er dich sehen muss, dann muss er dich wohl wirklich sehen. Geh, wir reden später weiter. Okay, hau rein. So, dann gehen wir mal zu denen dahin. Ich denke mal, jetzt wird unsere erste Mission kommen. Wo ist er denn? Nee. Ah, der ist hier oben, alles klar. Hä? Oder wartet unten? Ah, unten wartet. Warte mal. Ah ja. Warst du an der frischen Luft? Du siehst auf jeden Fall besser aus. Ich werde dir die Lage schildern. Du befindest dich in der Basis von Clear Sky. Versuch nicht, dich daran zu erinnern, wer wir sind. Du hast noch nie von uns gehört, und das mit gutem Grund. Unser Ziel ist die Erforschung der Zone. Wir sind der Meinung, dass die Zone erforscht und verstanden werden muss, damit die Menschheit weiß, womit sie es zu tun hat. Die Zone zu verstehen, ist der Schlüssel zur Koexistenz mit ihr. Denn die Zone ist ohne Zweifel das wundersamste Phänomen, mit dem es die Menschen bisher in ihrer gesamten Geschichte zu tun gehabt haben. Warum versteckt ihr euch? Wie ich gesagt habe, wir sind Forscher. Wir versuchen, die Natur der Zone zu ergründen, ihre Ursache in Erfahrung zu bringen und die Regeln ihres Bestehens zu erfassen. Wir sind nicht auf Geld aus, gieren nicht nach Artefakten und interessieren uns nicht für Revierkämpfe mit anderen Fraktionen. Das ist der Grund, warum wir uns hier in den Sümpfen verstecken und uns auf unsere Forschung konzentrieren. Unsere Stärke ist nicht der Kampf, sondern Wissen. Das Wissen über die Zone, das wir im Laufe der Jahre gesammelt haben. Wir wissen mehr über die Zone als die Stalker und die Regierung zusammen. Und standen kurz davor, durch unsere Forschungen ein logisches und konsequentes Gesamtbild zu erhalten. Bis vor einigen Tagen diese massive Emission auftrat. Ja, und wird wohl eine der Emissionen sein, die hier immer wieder auftreten. Nein, die Emission war unglaublich stark. Stärker als je zuvor. Sie war wie ein Tornado, der über die Zone zog und sie veränderte. Jetzt ist alles anders. Die bekannten und relativ sicheren Gebiete sind nun hoch radioaktiv und voller Anomalien. Während man sich problemlos in anderen Bereichen der Zone aufhalten kann, die zuvor jahrelang unzugänglich waren. Nicht einmal die besten und abgebrühtesten Stalker wissen genau, was sie auf ihren bevorzugten Pfaden erwartet. Aber auch die Menschen haben sich verändert, was sofort deutlich wurde. Die Emission hat das empfindliche Gleichgewicht zwischen den Fraktionen zerstört. Und deswegen führen sie nun Kriege um die Kontrolle über die Gebiete der Zone. Mit anderen Worten, viele seltsame Dinge sind vorgefallen. Und ich kann das Ausmaß dieser Veränderungen noch nicht ganz erfassen. Immerhin ist die Emission erst ein paar Tage her. Wenn du mich fragst, ist das Seltsamste der letzten Tage die Tatsache, dass du überlebt hast. Wenn ich wüsste, wie ich überlebt habe, würde ich dir sofort erzählen, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ich verstehe. Wie kann ich dir helfen? Ich sollte besser gehen, ich bin ziemlich geschafft, aber ich kann mich immer noch auf den Beinen halten. Wie komme ich hier raus? Es ist nicht einfach, hier herauszukommen. Nicht im geringsten. Die Sümpfe sind ein wahres Labyrinth aus Schilfgebieten und radioaktivem Treibsand. Und es wimmelt hier von schrecklichen Monstern und menschlichem Abschaum. Wobei ich nicht sagen kann, was davon schlimmer ist. Nur jemand, der sich hier gut auskennt, kann dich sicher herausführen. Und von diesen Leuten haben wir gerade einmal eine Handvoll. Männer, denen ich mein Leben anvertrauen würde, ohne eine Sekunde zu zögern. Leider ist das nicht so einfach. Denn wenn ich dich gehen lasse, könnte unser Geheimnis hier schon bald gelüftet werden. Hier sofort weiter.
Was willst du damit sagen? Wir haben hier momentan einige Schwierigkeiten. Die Emission hat die Anzahl der Anomalien in den Sümpfen verringert. Deswegen ist das Gebiet für Banditen und anderes Gesindel leichter zugänglich geworden. Es sind so viele, dass sie schon bald unsere Basis überrennen werden, wenn wir nicht etwas dagegen unternehmen. Das Problem ist, dass wir nicht unbedingt die geborenen Kämpfer sind. Aus diesem Grund haben wir immer mehr an Boden verloren. Hier ist der zweite Außenposten. Aber wir werden angegriffen. Ich wiederhole. Schon auf wir den ersten Blick erkenne ich, dass du einen Ruf genug geredet. Unser Außenposten wird erneut angegriffen. Hilf uns dabei, den Angriff abzuwehren. Falls es irgendeinen Unterschied für dich macht. Einige der Männer, die dich gerettet haben, befinden sich gerade dort. Weißt du noch, wie man in der Zone überlebt? Ich kann mich teilweise daran erinnern. Großartig. Begib dich zum Händler. Er wird dir eine Grundausrüstung verpassen. Gehe danach zum Außenposten. Sobald du die Basis verlassen hast, höre auf meine Anweisungen. Ich werde dich führen. Okay. Ein Kämpfer ist auf dem Weg zu dir, Händler. Stelle ihm die Ausrüstung zur Verfügung, die er für seine Mission benötigt. Gut, dann werden wir uns hier mal ein paar Waffen holen. Für den Anfang. Besucher, ich bin gleich da. Endlich. Hier, nimm diese Grundausrüstung. Sie ist speziell für Patrouilleneinsätze gedacht. Danke. Hey, ist es hier immer so stressig? Ich habe die Anweisung, dir deine Ausrüstung zu übergeben. Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Männer brauchen deine Hilfe. Ja, bin weg. Sehr schön, dann gehen wir mal zu den Typen hier hin. Stalker, was willst du? Einen Ortskundigen zum Außenposten. Bist du bereit, zum Außenposten aufzubrechen? Das bin ich. Gut, ich werde dir die Augen verbinden, solange wir unterwegs sind. Das musst du verstehen. Wir müssen den Weg geheim halten. Okay. Sehr schön, dann speicher ich hier einfach mal schön saftig ab. Sei vorsichtig, Söldner. Es liegen Anomalien vor dir. Denk daran, beim Gehen immer schön die Augen offen und die Waffe bereithalten. Ja, ja. Alles klar. So, wir müssen... Da müssen wir hin. Diese scheiß Anomalien hier. Dürfen auf keinen Fall rinrennen und sind wir gleich shops. Ach, übrigens, manchmal kann man in Anomalien Artefakte finden. Man kann sie zwar nicht sehen, aber Suchgeräte können sie leicht aufspüren. Wenn du nahe genug an das Artefakt kommst, zeigt dein Suchgerät an, wo es sich befindet. Und dann musst du das Artefakt einfach nur aufsammeln. Ein Kinderspiel. Bedenke aber, dass dein momentanes Suchgerät nicht gerade Hightech ist. Es zeigt lediglich die Entfernung zum Artefakt an. Na, das mit den Artefakten, das lassen wir mal, weil dann sind wir nämlich Geld tot. Renn zum Turm! Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Steig auf den Turm. Ach man, komm. Jawohl. Du kommst gerade richtig, Kumpel. Ich habe nur noch wenig Munition, also lass uns das Beste daraus machen. Würde ich auch sagen. Dann werden wir die mal alle abknallen. Oh, der ist gleich abgekratzt, ey. Oh shit. Eine Emission. Oh fuck. Oh Gott, das werden wir nicht schaffen. Highlight. Hört auch so zum Spiel dazu. Die Mission kann man nämlich nicht schaffen. So. Unser Zeug haben wir noch. Dann gehen wir mal zu den Typen da nochmal hin.
Sehr schön. Du hast die Emission schon wieder überlebt. Auch wenn mich das nicht wirklich überrascht. Unsere Jungs haben dich in der Nähe des Turms gefunden, nachdem sich die Lage etwas beruhigt hatte. Weißt du, Pianpolev hatte recht. Du trotzt jeder wissenschaftlichen Erklärung. Er glaubt, dass du einige, sagen wir, ungewöhnliche Fähigkeiten erlangt hast. Diese helfen dir, anormale Umstände zu überleben, die andere Menschen buchstäblich in ihre einzelnen Atome zerlegen würden. Zudem scheint etwas die Leistungsfähigkeit deines Körpers in manchen Bereichen auf eine Art und Weise zu erhöhen, die den Messbereich unserer Geräte sprengt. Halt, halt! Nur nicht übermütig werden. Wie immer gibt es auch in diesem Fall die Kehrseite der Medaille. Jede Emission zieht dein Nervensystem in Mitleidenschaft. Und wenn das so weitergeht, wirst du daran sterben. Warum kommt es so oft zu Emissionen? Eine normale Emission ist eine Freisetzung von Energie, die sich in der Zone aufgestaut hat. Eine Entladung sozusagen. Aber was momentan geschieht, ist etwas ganz anderes. Meiner Meinung nach stellt die zunehmende Häufigkeit dieser Emissionen die Reaktion der Zone auf eine wie auch immer geartete Gefahr dar. Wie etwa die Abwehrreaktion des menschlichen Immunsystems gegen Krankheitserreger. Die Koexistenz von Mensch und Zone vernünftig zu erklären ist schwierig. Die Zone toleriert uns in einigen Gebieten, während sie uns den Zugang zu anderen Gebieten nicht gewährt. Alles jenseits des Schmelzers und in Richtung des Zentrums ist tabu. Orte, die Stalker nie betreten dürfen. Ich glaube, die jüngsten Ereignisse in der Zone sind darauf zurückzuführen, dass jemand dieses Tabu gebrochen und nicht am Hirnschmelzer Halt gemacht hat. Jemand ist am Schmelzer vorbeigekommen. Stellt sich das eine Gefahr für die Zone dar? Schwer zu sagen. Um diese Frage zu beantworten, müsste ich wissen, was sich im Zentrum der Zone befindet. Manche sagen der Monolith, andere behaupten der Wunschgönner. Weniger abgedrehte träumen von ganzen Feldern voller seltener Artefakte. Als junger Spezialist war ich selbst schon einmal beim Kraftwerk, aber ich weiß nicht, wie es jetzt dort aussieht. Alles, was ich sagen kann, ist, dass der Schmelzer nicht ohne Grund aufgetaucht ist. Er sorgt dafür, dass man das Zentrum der Zone nicht betreten kann. Die Menschen können den Hirnschmelzer nicht passieren. Gibt es vielleicht doch einen Weg am Schmelzer vorbei? Eine theoretische Chance? Das habe ich bis zur großen Emission nicht gedacht. Verflucht, keiner hat das. Wenn man die Emissionen jedoch als eine Abwehrreaktion interpretiert, liegt die Antwort auf der Hand. Jemand ist am Schmelzer vorbeigekommen und die Zone hat darauf mit der Emission reagiert. Und da die Emissionen nicht aufhören, muss dieser jemand noch am Leben sein. Die Zone versucht, den Eindringling auszuschalten und tötet dabei jedes Leben. Welche Gefahr geht von diesen Emissionen aus? Ich weiß eine Menge über die Zone, aber ich kann dir nicht alles verraten. Bei manchen Dingen musst du mir einfach vertrauen. Ein System, jedes System, strebt nach einem Gleichgewicht. Die Zone befindet sich momentan in einem instabilen Zustand und die Instabilität nimmt zu. Wenn die ständigen Emissionen nicht gestoppt werden, wird die Zone so instabil werden, dass es auf jeden Fall zu einer Katastrophe kommen wird. Das bringt uns zu dem, was Clear Sky macht. Wir versuchen, diese Katastrophe zu verhindern. Die Katastrophe verhindern? Ihr schafft es doch nicht. Noch nicht einmal gegen die Banditen zu bestehen. Du hast recht. Aber wir wissen, wie man eine Katastrophe verhindern und die Emissionen stoppen könnte. Und das will was heißen. Du hast ziemlich viel Selbstvertrauen. Was hast du vor? Wir müssen herausfinden, wer im Zentrum der Zone war. Und diese Leute um jeden Preis aufhalten. Und warum erzählst du das ausgerechnet mir? Zwischen dir und der Zone existiert eine seltsame Verbindung. Auf der einen Seite bringt dich jede Emission dem Tod ein Stück näher. Aber auf der anderen Seite überlebst du in Situationen, in denen andere Menschen nicht den Hauch einer Chance hätten. Mein Gefühl sagt mir, dass deine Fähigkeiten, dein Segen, dein Fluch, wie auch immer, dass sie dafür sorgen, dass du an Orte gelangen kannst, von denen andere nur träumen können.
Und gerade jetzt müssen wir sehr schnell handeln. Ich weiß nicht, ob ich mich da einmischen soll. Warum sollte ich? Ich wusste, dass du das fragen würdest. Die Antwort ist einfach. Wenn die Emissionen nicht aufhören, wird dein Nervensystem quasi ausbrennen. Und du wirst sterben. Hilf uns und du hilfst dir selbst. Auch wenn das jetzt wie in einem schlechten Film klingt, du hast keine andere Wahl. Da hab ich mir aber was eingebrockt, was? Leider ja. Also, wirst du uns helfen? Ja. Dann hör gut zu. Wir haben alle unsere Kontakte und Verbindungen in der Zone spielen lassen. Jetzt wissen wir, dass ein gewisser Stalker beim Cordon Sidorovich nach sehr seltsamen Ersatzteilen gefragt hat. Das ist alles, was wir bisher haben. Aber es ist immerhin eine Spur. Wenigstens etwas. Wie gelange ich zum Cordon? Durch die Sümpfe natürlich, wie sonst. Aber denke daran, was ich gesagt habe. Nach der Emission ist in dem Gebiet jede Art von Abschaum aufgetaucht. Jetzt haben sie fast alles unter Kontrolle. Wir werden belagert. Und damit übertreibe ich nicht im Geringsten. Bevor wir dir also helfen können, zum Cordon zu gehen, müssen wir erst wieder die Kontrolle über die Sümpfe erlangen. Und mit deiner Hilfe ist das möglich, denke ich. Verstanden. So. Warte kurz, zu den großen Sümpfen zu gelangen, ist einfach. Unsere Ortskundigen werden dich hingeleiten. Aber wenn du dort überleben willst, musst du einiges über die taktische Lehre dort lernen und über die neuen Funktionen deines PDA. Also wenn du noch mehr drüber wissen willst, frag einfach. Okay, bis dann. Gut, dann werden wir hier einfach mal ganz spritzig abspeichern. Und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also haut rein, bis dann.